Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Untergriesbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Bodenproben genommen für unsere Felder. Und auch in der heutigen Folge geht es wieder weiter. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und wir werden heute, ich fahre mal kurz hier dieses Bodenprobengerät mal ein Stückchen rein hier. Ich hoffe, ich komme hier auch überhaupt rein. Müssen wir mal gucken, dass wir hier gerade reinkommen mit dem Fiat. Nämlich dieses Gerät brauchen wir soweit nicht mehr. Passt, jo. Sehr schön. Dann parken wir das einmal. Stellen den erstmal ab. Ich weiß, der ist dreckig. Ihr habt auch viele Fragen gehabt bezüglich Precision Farming. Precision Farming ändert das auch ein bisschen mit der Ausbringung von den Düngestufen. Normalerweise haben wir hier bei Seasons 3 Düngestufen. Hier mit Precision Farming ist das ein wenig anders. Das heißt, wir brauchen nur zwei. Einmal Gülle ausbringen und dann später düngen. Und das war's. Ne? Wir machen jetzt hier auch die Reihenfolge. Sprich, wir haben jetzt hier in der letzten Folge quasi die Bodenproben genommen. Jetzt sehen wir, ne, dass wir hier auf jeden Fall noch den pH-Wert erhöhen müssen, ne, weil der ist nicht optimal, wie ihr seht. Bei manchen Stellen schon, bei manchen nicht. Wenn man jetzt hier auf das Feld läuft oder auf die Wiese, ich nehme jetzt einfach mal die Wiese als Beispiel, da sehen wir es, pH-Wert schlecht, ne, 6250 ist der aktuelle Wert, den wir für den pH-Wert brauchen. Und wir müssen jetzt den optimalen Wert hier erzielen, indem wir Kalk ausbringen. Ne, wir haben jetzt erst die Bodenproben genommen, das heißt, wir kalken jetzt. Dann werden wir das Feld zum Beispiel, hier werden wir einen Stoppelsturz machen. Mit dem Grubber, die Mod habe ich auch mit reingenommen. Aber in der heutigen Folge werden wir erstmal ein bisschen kalken. Und dazu werden wir uns einmal heute hier in den International begeben. So, wir fahren mal hier rein. Ich habe hier nur so einen kleinen Kalkstreuer. Das heißt, wir werden einige Male hin und her fahren müssen. Ich habe auch noch eine andere Idee gehabt. Ich habe auch kurz überlegt, ob wir vielleicht den Kalkstreuer auswechseln sollen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. So, rin hier. In den International. Und dann werden wir das Ganze mal anhängen. Und fahren jetzt hier mal rückwärts ran. Ich hoffe, ich kriege den überhaupt hier noch raus. Müssen wir mal gucken gleich. Und dann werden wir ein wenig hier über die Karte fahren. Zu unserem Kalkverkauf. Man hätte Big Bags machen können. Ich glaube vielleicht sogar, dass wir für das große Feld in der nächsten Folge einfach was am Feldrand abkippen und dann das Ganze dann mit dem Frontlader aufladen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Hatte ich auch schon in der Realität gesehen, dass man das macht. Huch. Ja, ist ein bisschen eng hier. So, das hängen wir jetzt dran. So, erstmal die Verkabelung dran machen. Dann natürlich die jeweilige Zapfwelle, die muss auch noch dran. Manuel Attach haben wir auf jeden Fall auch dran. Dann fahren wir das Ganze hinten ein wenig hoch und werden jetzt mal hier zum Händler fahren und uns ein bisschen Kalk besorgen. Ja, wir werden hier ganz entspannt spielen. Nächster Step wäre dann, die Felder nochmal so ein bisschen zu bearbeiten. Ihr habt auch geschrieben, dass man Gülle immer nach dem Schnitt quasi ausbringt. Das werden wir dann auch nochmal machen. Allerdings werden wir jetzt erstmal hier mit dem Fahrzeug zum jeweiligen Händler fahren und werden ein bisschen Kalk aufnehmen. Kalk passt hier nicht viel rein. Sorry, der Frosch im Hals. Und vielleicht tauschen wir das Gerät nochmal aus hier. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, diesen Gasparo-Streuer hier gegen den Bredal. Das würde ich dann 1:1 machen, da würde ich mir Geld gutschreiben und das Ganze dann austauschen. Weil ich denke schon, dass das mit so einem großen Bredal oder größeren Geräten sinnvoll ist. Da bin ich auf eure Meinung gespannt. Und wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne Daumen nach oben da hier. Bei den Folgen. Es ist ganz entspannt. Wir werden hier nach und nach alles soweit ready machen. Ihr seht schon, mit Stufe 4 schreitet der Tag, also oben. Das ist übrigens Fine Timescale aus dem Mod-Hub, schreitet die Zeit schon relativ schnell voran. Und wir fahren jetzt einfach mal hier ins Nachbardörfchen. Und werden ein bisschen Kalk kaufen. Wir hätten das auch mit Big Bags transportieren können.
Aber ich glaube, für das große Feld werde ich es am Feldrand abkippen und dann mit dem Frontlader aufladen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. So, wir blinken mal ein bisschen. So, fahren wir hier mal ran. Ja. Hier haben wir nämlich einen Trigger, wo wir das direkt kaufen können. Ich hätte natürlich auch Big Bags beim Shop kaufen können, aber der Weg ist auf jeden Fall länger. Ich nehme mal kurz die Außenansicht. So. Dann machen wir den Motor einmal kurz aus, machen mal die Tür auf. Das ist Maus-Control hier drin bei dem International. Also kein IC oder Simple IC mit N. Ich habe auch das Cover-Add-on drin, kann ich jetzt hier die Plane öffnen. Ist auch, damit das auch möglichst realistisch ist. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. So, und jetzt können wir Kalk hier reinpacken. Da passt nicht so viel rein. Ich glaube, 3200 Liter passen hier nur rein. Das ist jetzt nicht so viel, kostet 422 Euro. Vielleicht kaufen wir auch Big Bags oder vielleicht den Bredal. Ne, das wäre so meine Idee, weil wir haben ja auch das große Feld noch. Also mit Bredal meine ich den hier. Wo ist er denn? Da, Düngetechnik. Dass wir uns den oder den hier auf den Hof packen. Ich würde eher den hier empfehlen, weil der jetzt nicht so groß ist, weil die haben schon ordentlich mehr Ladevolumen. Wir müssen nicht so oft hin und her fahren. Ne? Das wäre die eine Variante. Weil, wenn wir uns mal die Felder angucken, gerade Feld 20 hier, da fahren wir uns dumm und dusselig. Wir müssten jedes Mal hier den Weg hin und her fahren. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir das Ganze per Kipper kaufen, dann hier am Feldrand abkippen und dann mit dem Frontlader aufladen, mit dem Kalk. Schreibt's gerne in die Kommentare. Nämlich, das werde ich dann bei diesem Feld hier machen. Da werde ich das Gerät wahrscheinlich entweder austauschen oder mit dem Kipper ranfahren, hier kaufen, am Feldrand abkippen und dann mit dem Frontlader aufladen. Das wäre jetzt so meine Idee, wie wir das Ganze auch ein bisschen realistischer machen können. Ne, weil ich habe jetzt gesehen, in der realen Landwirtschaft... Och, der ist gar nicht ganz voll. Was ist denn da los? Okay. Ach ja, stimmt. Ich muss drin sitzen bleiben. Ah, stimmt. Ich muss drin sitzen bleiben, damit das Ganze auch richtig funktioniert. Mist, habe ich vergessen. 3210 Liter haben wir jetzt hier drin. Und dann fahren wir mal wieder zurück zum Hof. Ihr seht, das ist auf jeden Fall eine Fahrtstrecke. Wir könnten natürlich zum großen Feld hier bei Feld 87 vorbeifahren. Aber immer wieder hier zwischen dem Händler hin und her zu fahren, ich weiß nicht. Ist jetzt irgendwie, was jetzt realistisch ist, dass man da immer hin und her fährt. Oder ob man sich ein eigenes Lager anlegt. Wir können auch Big Bags kaufen. Ich habe auch das Bressel- und Ladeset drin. Und alle Mods, die ich hier verwende, sind in der Modliste drin. Die könnt ihr euch dann auch dort abrufen. So, da fahren wir mal weiter. Kurz einen Schluck Kaffee trinken hier. Ja, und die Zeit, die schreitet einfach voran, ne? Das geht ratzifatzi hier. Das war jetzt knapp 600 Euro, die wir bezahlt haben. Wir werden auch in Kürze dann auch ein paar Kühe einziehen lassen. Dann auf jeden Fall für die Fütterung ein bisschen was dazu kaufen, weil wir noch keinen eigenen Ertrag haben. Wir werden Gülle ausbringen. Wir werden einen Stoppelsturz machen bei Feld 29, weil da auch Sojabohnen drauf waren. Bei dem großen Feld, was wir haben, ich glaube 26 war es, da können wir es nicht machen, weil da Kartoffeln drauf waren. Wir werden so realistisch wie möglich spielen. Wenn ihr natürlich Tipps und Tricks habt, das habt ihr auch fleißig schon geschrieben, dann lese ich mir das natürlich gerne durch. Und werde das dann auch berücksichtigen. So, wir haben hier zwar GPS drin. Allerdings ist es so, dass wir hier mit dem jeweiligen Precision Farming darauf so ein bisschen weniger achten müssen, weil er die Kalkmenge nämlich automatisch ausbringt. Ich habe das jetzt hier, ich schalte mal kurz das F1-Menü an, die automatische Ausbringung Menge aktiviert. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nicht darauf achten, dass wir hier mit GPS fahren. Ich könnte das auch manuell machen, aber da sind meine Kenntnisse halt viel zu gering. So, er zoomt jetzt hier auch ran auf dem Feld. Ihr seht das. Ich schalte das Gerät jetzt einfach an. Wir bringen jetzt einfach den Kalk aus. Und er bringt jetzt die optimale Menge an Kalk aus. Das heißt, er bringt auch nicht mehr aus, nicht weniger. Das überlappt jetzt auch nicht auf die anderen Felder, wie ihr seht. Und ihr seht,
Der optimale pH-Wert wird jetzt erzeugt, je nachdem, auf welchem Feld wir jetzt oder auf welcher Frucht wir sie jetzt unterwegs sind oder auf welchem Boden wir jetzt unterwegs sind. Das macht er alles vollautomatisch. Und dann wird das Ganze hier so grün eingefärbt. Wir müssen hier einige Male fahren. Ihr seht, da muss ordentlich was ausgebracht werden an Kalk. Und der Fahrtweg ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Deswegen auch mein Vorschlag mit dem Abkippen am Feldrand oder eben halt das mit dem Bredal, dass wir es austauschen. Das würde ich dann zur nächsten Folge machen. Und das Coole ist, wenn ich jetzt über einen Bereich fahre, der schon gekalkt ist, schaltet sich die Maschine automatisch ab. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. So, leer ist sie. Jetzt steht hier wieder, fülle das Gerät erst auf. Ja, und so fahren wir jetzt schon wieder zu dem Händler. Ne, ihr seht das, was ich meine. Ne, das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Wir werden auf jeden Fall einige Male hin und her fahren müssen. Und das ist natürlich Zeit, die wir investieren müssen. Wir verbrauchen Sprit. Wir verbrauchen natürlich auch ja, Verschleißteile und so weiter. Nämlich in Seasons ist es so, dass hier natürlich alles ein bisschen anders berechnet wird. Ne, guck mal, hier haben wir jetzt hier gekalkt. Ja, und jetzt fahren wir halt wieder hoch zu dem jeweiligen Händler. Und ich glaube, in der Realität macht man das nicht wirklich. Ne, da hat man entweder einen größeren Streuer oder eben halt, dass man es am Feldrand ankippt. Deswegen ist eure Meinung gefragt. Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Und das, was am meisten quasi gewählt wurde, werde ich dann zur nächsten Folge austauschen. Nämlich, ihr sollt ja auch hier in dem Projekt unter... oder auch etabliert werden. Das heißt, eure Meinung zählt hier natürlich auch. Und wichtig vielleicht noch eins vorweg. Ich bin ja kein Landwirt. Ne? Ich habe davon eher weniger Plan. Ich habe mir viele, viele Videos angeguckt. Auch was das Pflügen angeht, wie man ein Feld pflügt, wie man das ausbringt. Aber ich bin da immer noch kein Fachmann, was das Ganze angeht. Und man muss immer unterscheiden zwischen der Realität und dem Spiel hier im LS. Das ist immer noch ein großer Unterschied. Wobei die ganzen Realistik-Mods, die wir hier haben, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool sind. So. Da sind wir wieder beim Händler. Das heißt, wir verfahren Sprit, Verschleißteile. Das heißt, auch die Fahrzeuge können natürlich auch an... Wie sagt man? An... Ich komme gerade nicht auf das Wort. Wie heißt denn das? Wir müssen die auch reparieren. Allerdings sind ja auch Lackschäden und sowas dann dabei. Bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall auch darauf achten müssen, auf den Verschleiß der Fahrzeuge, ne? So, ich guck mal, ich glaube, das müsste jetzt hier passen. Gucken wir mal kurz. Ne, wir müssen noch ein Stück zurück. So. Steigen wir nochmal aus. Wupp. Ja, müssen wir nochmal ein Stück vorfahren. Er nimmt auch hier die, diesen Real Dirt Fix habe ich natürlich auch drin. Und da kann man natürlich dann auch... Ah, jetzt habe ich wieder diesen Kamera. Ah, ich weiß, glaube ich, was das ist. Ich weiß, glaube ich, was das ist. Ich habe nämlich mein Head-Up-Display. Oder beziehungsweise mein... wie heißt denn das jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das habe ich, glaube ich, angeschlossen, weil ich da auch was getestet habe. Aber für Aufnahmen finde ich das eher nicht so gut. Deswegen habe ich es erstmal darauf verzichtet. Wie heißt denn das jetzt? Ich komme gerade nicht drauf. Head-Tracking, genau. Head-Tracking habe ich quasi aktiv. Und deswegen springt der manchmal hin und her. Ich muss das mal wieder ausstöpseln. So, wir haben schon 11:02 Uhr und Zeit ist Geld, ne? Ihr seht das. Der Tag geht schon gegen Mittag. Wir haben um 8 Uhr begonnen. Viel haben wir noch nicht gemacht, aber die Zeit rennt. Ne? Deswegen habe ich auch auf 6 Tage gestellt. Wir haben jetzt die zweite Fuhre hier an Kalk geholt und fahren jetzt gerade wieder zurück. Zum Hof und werden dann noch weiter Kalk ausbringen. Ihr habt doch geschrieben, die Folgen können nicht lang genug sein. Ja, ich gucke natürlich immer, dass die Folgen so einigermaßen passen, auch von der Länge her, dass ihr da auch ein bisschen was mitbekommt. Und dass ihr natürlich jeden einzelnen Arbeitsschritt hier verfolgen könnt. Was wir nicht machen werden, ist Timelapse, Zeit vorspulen, whatever. Dass wir so ein paar Minuten fehlen können, weil ich mir was angucke, okay. Aber im Endeffekt springen wir hier immer nicht
zwischen den Folgen oder ich bereite großartig was vor. Ich lese mir natürlich immer fleißig eure Kommentare durch, um da auch immer up-to-date zu sein. Jetzt können wir dann gleich wieder auf die Wiese rüberfahren, können dann da weiterkalken. Das Gute ist, dass die Wiese direkt in das Feld übergeht. So, da sind wir wieder. So, und das Coole ist, wenn ich das Gerät jetzt hier einschalte, wir gucken uns das mal kurz an, mal kurz einen Screenshot machen hier. Ich mach mal kurz das HUD aus. Ah, sieht auch cool aus mit den Reifen, ne? Zack. Wenn ich das jetzt hier einschalte, kalkt er halt wirklich die Stellen nicht mehr, wo ich schon drüber gefahren bin. Seht ihr? Er nimmt das wieder raus und schaltet erst wieder ein. Ich mache mal das Menü wieder an, damit ihr es auch sehen könnt, wie hoch die Ausbringung ist. Hier für das einzelne Feld. Das heißt, immer da, wo ich schon gekalkt habe, fährt er quasi nicht mehr drüber, ne? Auch wenn ich jetzt hier rüber streue, da passiert gar nichts. Und er ändert auch immer die Kalkausbringung. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, jetzt springt es wieder, weil wir auf dem Feld unterwegs sind. Genau für das jeweilige Feld oder für die Bodenart und passt das Ganze dann immer an, ne? Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es ist mal was komplett anderes. Es funktioniert auch in Verbindung mit Seasons ein wenig anders. Und wir sind da schon wieder leer, ne? Da seht ihr meine Prämisse. Oder meine Frage jetzt, die ich auch hatte. Dass wir das vielleicht anders machen sollten. So, wir sind schon wieder leer. Das heißt, wir können schon wieder rüberfahren. Da sehen wir auch schön die Fahrspuren. Die haben wir natürlich auch hier mit drin. Wir haben natürlich auch die Stoppelzerfahrung hier an. Ihr seht, ich fahre jetzt hier alles platt. Hier auf diesem Feld werden wir dann noch einen sogenannten Stoppelsturz machen. Das ist auch eine Mod, die habe ich mittlerweile auch noch mit dazu genommen in die Modliste. Und nun fahren wir mal wieder rüber zum Händler und kaufen ein bisschen Kalk. Was auf Dauer sehr nervig ist. Was mich irgendwie wundert, habe ich den Verkehr ausgeschaltet? Muss ich gleich mal gucken. Ich meine, ich hätte den aktiv hier, den Verkehr, aber irgendwie fährt hier kein Fahrzeug rum. Ich weiß auch gar nicht, ob hier KI-Verkehr verbaut wurde auf der Karte. Das ist mir schon in der letzten Folge aufgefallen. Muss ich mir gleich nochmal angucken, wenn wir beim Händler wieder sind. Ich denke mal, so zwei, dreimal müssen wir auf jeden Fall noch zum Händler fahren hier. Ist zwar eine schöne Gegend, aber die Fahrzeit könnten wir uns im Endeffekt sparen, indem wir einfach größeren Kalkstreuer holen oder eben halt das Ganze am Feldrand abkippen und dann aufladen. Hätte ich mir vielleicht auch vorher denken können, dass das hier vielleicht keine gute Idee war, hier so einen kleinen Kalkstreuer zu nehmen, weil wir jetzt ja auch erstmal die kleine Wiese, in Anführungsstrichen klein, und natürlich auch den jeweiligen, das kleine Feld da machen. Aber das große Feld, da bist du ja nur am Kurven. Da fährst du 2 Meter und da ist das Ding wieder leer, ne? Das ist natürlich nicht optimal. So. Machen wir das Ganze mal aus. Wir wieder auf hier mit der Maustaste. Aber mit Mauscontrol ist halt ein bisschen ungewohnt. So, Kalk, Rinder. So, ich guck mal kurz im Menü, ob ich hier irgendwie was... Verkehr ist an. Okay, gut. Verkehr ist an. Komisch. So, 650 Euro mal wieder. Es kostet halt Geld. Die Reifen werden immer weißer. Durch die Kalkausbringung natürlich. So, fahren wir wieder zurück. Ach, gleich erstmal Mittag. Ne? 11.24 Uhr. Wir sind gleich einmal rum bei dem Feld. Bedeutet, wir kommen so langsam in Richtung dem optimalen pH-Wert. Klar, man könnte das auch manuell einstellen. Ich weiß noch, dass der ein oder andere das auch mit so Listen erstellt hat, wie man es manuell ausbringen kann.
Aber dafür fehlt mir wirklich das Fachwissen. Und da müsste ich erst noch mal gucken, wie man das da manuell ausbringt. Ach ja. Ja, auf jeden Fall am nächsten, also in der kommenden Woche, Leute, da geht's wieder los mit dem Feldversuch XL. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind auf der Map nirgendwo in Thüringen unterwegs. Das Ganze startet am Donnerstag ab 20 Uhr, wie immer live auf Twitch. Mit von der Partie der Werner auf jeden Fall von den Burning Gamers, dann der Randy, der Sachsen-Let's Player, der Mario Hirschfeld ist mit dabei, der Ansgar, der Herr von NTV, man kennt ihn, genau, der ist mit dabei, dann der Falco Hirschfeld, das heißt, die Hirschjagd ist eröffnet, und der Northern Alex, ne, der ist auch mit dabei. Und natürlich ich auch, ne? Und meine Wenigkeit. Das wird auf jeden Fall sehr lustig, startet das neue Projekt. Guckt auch gerne bei Mario vorbei, der hat einen sehr, sehr lustigen Ankündigungstrailer dazu gemacht. Ist auf jeden Fall auch recht cool. So, wir sind jetzt wieder auf dem Felde unterwegs hier. So. Hier hat er jetzt nicht, weil hier die Feldgrenze ist, hat er jetzt nichts ausgebracht. Ich nehme jetzt mal bewusst wieder das Vorgewende gleich, damit wir da auch wieder streuen können. Ich mache das F1-Menü wieder an. Da seht ihr auch jetzt wieder hier die Kalkausbringung. Und wenn ich das jetzt hier einschalte, bringt er einmal kurz was aus. Und dann schaltet der dementsprechend immer ein, wenn wir es brauchen. Und jetzt fahren wir hier mal an dem Feldrand vorbei. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und ihr seht auch die ganzen Spuren hier drin, ne? So. Guck mal, jetzt haben wir einmal das Vorgewende fast ready. Ich fahre jetzt mal hier rüber zur Wiese. Weil wir da nämlich auch noch nachkalken müssen. Und dann setzen wir hier gleich wieder an. Jetzt wird es gleich wieder ausgehen. Jetzt geht es wieder aus, weil wir da schon gekalkt haben. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass es so funktioniert. Jetzt sind die Reifen natürlich wieder sauber. So, zack. Da waren wir schon drüber. Ich schmeiß das hier wieder an. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Wir fahren mal in der Innenperspektive. Weil im Endeffekt kann uns da echt wenig passieren, dass wir da jetzt irgendwie zu viel Kalk ausbringen. Passiert in der Regel nicht. Ich denke mal, eine volle Fuhre werden wir definitiv noch brauchen. So, wir sind schon wieder leer. Wir müssen das Gerät mal wieder auffüllen. Man kennt es. Und fahren mal wieder zum Händler. Was ich persönlich sehr nervig finde, dass man hier die ganze Zeit hin und her fährt. Aber so kann man sich auch mal die Wege ein bisschen einstudieren. Und ihr habt euch auch längere Folgen gewünscht. So, pH-Wert haben wir gleich optimal. Gülle muss natürlich auch noch ausgebracht werden. Da habe ich auch ein interessantes Video gesehen. Und zwar, dass man nach der Kalkung des Feldes nicht direkt auf den Feldern zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit Wiesen verhält, dass man nicht direkt Gülle ausbringt. Weil das wäre nämlich der nächste Schritt. Bedeutet, wenn man beispielsweise die Felder kalkt, und dann direkt dahinter, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe da nur ein Video gesehen, schreibt es gerne rein in die Kommentare, wenn man direkt dann danach, nach dem Kalken Gülle ausbringt auf dem Feld, ist es so, dass wohl der Ammoniakgehalt so hoch ist. Oder die Gefahr besteht, dass Ammoniak halt gespeichert wird, Fragezeichen, weiß ich jetzt nicht, was da genau mit gemeint ist. Auf jeden Fall sollte man immer zwischen dem Kalken und der Gülleausbringung immer noch eine Feldbearbeitungsstufe machen. Ja, bedeutet, auf dem kleinen Feld würden wir einen Stoppelsturz machen, auf dem großen Feld müssen wir natürlich pflügen, weil da vorher, glaube ich, Kartoffeln oder Rüben drauf waren, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. So. Da sind wir schon wieder, ne? Mahlzeit IBIMS 1 Profi. Wie heißt das? Profi Kalkausbringer mit einem kleinen, ja, Kalkstreuer.
So, wir machen das Ding mal wieder voll. Das Geld schwindet auch so langsam. Wobei, das mit dem Geld sollte definitiv ausreichen. So, Tür zu. Marit, muss ich mein ganzes Mauspad fast ausnutzen hier. Und wir fahren mal wieder zurück zu unserem Feld. Wir könnten jetzt hier auch Dünger holen. Ja, aber wir werden... Und Flüssigdünger, das werden wir auch haben. Eine Spritze haben wir ja, da werden wir auch mit Section Control arbeiten. Ist auf jeden Fall auch recht gut. Auch mit Proceed. Aber mit dem Pflügen, da habe ich mir auch noch schon das ein oder andere Video angeschaut, weil das große Feld 26 müssen wir auf jeden Fall pflügen. Das wird sehr interessant. Das werden wir natürlich auch mit GPS dann machen. Auch mit Furche ziehen und so weiter. So, der Kalksimulator ist heute hier am Start. Aber das braucht natürlich auch alles Zeit hier. Und deswegen habe ich mich auch bewusst für 6 Tage pro Season entschieden. Das heißt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter geht jeweils 6 Tage. Also Ingame-Tage. Und da das dann Ganze dann ein bisschen schneller gehen soll, habe ich jetzt die Geschwindigkeit mal 4 genommen. Ich denke, das ist eine optimale Geschichte. Was jetzt weniger optimal ist, ist die ganze Fahrerei hin und her hier zwischen den Feldern. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung rein, ob wir uns einen Bredal kaufen sollen als Kalkausbringer oder die andere Variante machen sollen, indem ich quasi, ne, aber ihr seht es ja dann, oder ihr wollt das ja dann auch sehen, indem ich quasi das Ganze zum Feldrand fahre mit einem unserer Kipper und quasi dann, ich schalte es mal wieder ein hier, und quasi dann das Ganze dann mit dem Frontlader auflade. Schreibt es gerne rein, da würde ich mich gerne danach richten, was ihr halt gerne haben möchtet. Ich hoffe, das reicht jetzt hier mit dem Kalk. Es könnte nochmal knapp werden, weil wir hier natürlich noch eine einigermaßen Menge haben. Ich habe das auch getestet. Wenn ich jetzt GPS-Kurse hier belegt hätte auf dem Feld, es hätte keinen Unterschied gemacht. Die gleiche Kalkmenge hätten wir auch verbraucht. Auch wenn wir jetzt nicht hier das Feld so frei fahren würden. Na gut, wir brauchen nochmal eine. Heute ist der Kalksimulator angedacht hier. Also es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich das Ganze jetzt mit GPS gefahren wäre oder nicht. Ich denke, der eine oder andere wird schreiben, hättest du mal mit GPS gefahren? Nein, bei der automatischen Ausbringung wäre das nicht der Fall gewesen. Aber ich glaube, wir fahren jetzt nicht nochmal. Wir haben es, glaube ich, hier soweit fertig. Das Feld, ja, das passt soweit. Jetzt schaltet er nochmal kurz ein. Wir gucken uns das Feld jetzt gleich nochmal an. Ich mache mal das HUD aus. So, wir stellen uns hier mal hin. Mach mal den Motor aus. Und gucken uns die Kalkung des Feldes jetzt nochmal an. Ne, klar, hier sind ein paar Stellen. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, hier steht jetzt bei der Feldinfo unten rechts, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt die optimale Menge für diesen Boden jetzt hier ausgebracht. Wenn wir uns das jetzt hier nochmal in Precision Farming anschauen, sehen wir jetzt hier, dass sich das Ganze verändert hat. Ach nee, ich muss hier unten auch noch, stimmt. Ach du Heiliger, ich habe ja ganz vergessen, die Wiese geht ja noch weiter. Das heißt, wir fahren gleich nochmal rüber. Gucken wir mal. Weil wir haben ja hier auch verschiedene Bodenarten, ihr seht's. So, da. Seht ihr, hier müssten wir ein bisschen mehr ausbringen, hier ein bisschen weniger. Hier runter müssen wir auch nochmal kalken. Stimmt, das gehört ja auch noch dazu. Ich habe jetzt nur den Rand hier quasi gemacht. Und dann geht das ja noch bis hier runter, glaube ich. Ne? Wir gucken uns mal die Felder nochmal an, von der Größe her. Stimmt, das geht ja bis hier runter. Ja, da fahren wir nochmal los, ne? Was wir nämlich nicht im Kopf haben, haben wir eine Beine. Oder eben halt im Kalkstreuer. Je nachdem. So, fahren wir mal weiter. Und werden nochmal eine weitere Tour fahren. Das heißt, heute XXL-Folge. Kalken en masse. Es gibt keine Cuts. Es gibt hier keinerlei Timelapse oder was anderes. Wir machen hier alles in den Folgen. Ne, die Folgen kommen immer so zwischen 13, 15 und 14 Uhr in der Regel. So wie ich es immer schaffe, alle 2 Tage, weil das auch schon wieder eine Frage kam, kannst du das nicht jeden Tag machen? Ja, ich finde, wenn man es jeden Tag macht, verletzt dann irgendwann einen Reiz. Das ist so meine Meinung diesbezüglich. Klar, der eine oder andere könnte von gewissen Folgen
beispielsweise gar nicht genug sehen, was ich ja auch unter anderem verstehen kann. Auf jeden Fall alle 2 Tage, ne, das heißt, außer am Montag, ne, weil die Folgen laufen ja immer parallel mit dem Kandelin-Projekt, das heißt, diese Folgen auf der Untergriesbach kommen immer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Und Montag gibt es dann direkt die nächste Folge. Von Sonntag auf Montag ist der einzige Tag, wo es dann am nächsten Tag wieder eine Folge gibt. Ja, das heißt, 4 Folgen pro Woche haben wir hier für das Projekt. Das ist, denke ich mal, okay. Dann habe ich auch immer ein bisschen Zeit, was vorzubereiten. Hier ist sogar noch ein bisschen Kalk drin, seht ihr? Da haben wir noch 10 Liter. Reichen. Jo. Lassen wir den Motor jetzt einfach mal laufen. Ja. Da sind wir mittig drauf. Klappen das Ganze nochmal auf hier. Packen ein bisschen Kalk rein. Aber lange nicht gemacht. Und so schwindet wieder unser Geld. Unser Sprit. Und vieles andere. Wupp. Tür zu und Abfahrt. Wieder 3210 Liter. Hätten wir einen größeren Breda gehabt, wäre das auf jeden Fall besser gewesen. Oder eben halt das mit dem Kipper dann aufladen. Hätte zwar auch ein bisschen an Zeit gekostet, aber wäre, glaube ich, effektiver gewesen von der Arbeit. Hier haben wir auch noch einen coolen, ich glaube auch einen Kuhstall noch. Ist noch ein anderer Hof. Es gibt da sehr viele schöne Höfe hier. So, schauen wir mal. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass das Feld ja so unebenförmig ist, ne? Dass es da unten noch weitergeht mit dem, mit der Wiese. Habe ich letztendlich gar nicht berücksichtigt mehr. Und ich dachte, wir wären schon fertig. Deswegen nicht lange warten mit den Kommentaren, Leute. Bis morgen habt ihr Zeit. Ich werde das, ich werde sehr sagen, bis heute Abend habt ihr Zeit, dann noch abzustimmen. Weil ich werde die Folge dann morgen dann veröffentlichen und da werden wir dann uns entschieden haben, ob wir mit dem größeren Bredal unterwegs sind oder mit der Variante, wir behalten den hier und kippen das Ganze ab. So, ich mache mal wieder das Menü an. Damit es auch wieder sieht. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder auskippen. So, an ist er schon. Er schaltet jetzt zu. Aber ich denke, das sollte jetzt ausreichen hier für das Feld. Gucken wir mal. Wobei, das ist auch ein relativ großes Stück. Aber ich glaube, es sollte passen. Hoffe ich zumindest. Ja, doch. Sieht gut aus. Die Ausbringmenge seht ihr. Jetzt bringen wir zum Beispiel für Lehm was aus. So. Der springt dann auch immer mal wieder. Je nachdem, wie viel wir hier ausbringen müssen. Lehm haben wir hier an Boden. So, jetzt fahre ich hier die Kante. Das heißt, ich fahre wieder auf ein Stück, wo ich schon gekalkt habe. Jetzt schaltet der wieder aus. Jetzt schaltet er wieder zu. So, hier sind wir schon fertig. Das heißt, wir müssten jetzt hier ausbringen. Auch noch ein Stückchen. Ja, da bleibt noch ein kleines Stück übrig. Aber ich würde sagen, Leute, das war heute mal eine XXL-Folge. Mit Kalken fahren, Kalken fahren, Kalken fahren, Kalken fahren, Kalken fahren. Wir haben jetzt hier den optimalen pH-Wert. Das kleine Stück würde ich dann in der nächsten Folge noch machen. Und wie gesagt, eure Entscheidung. Entweder
größeren Kalkstreuer, dem Bredal, in der kleineren Variante oder auch in der großen, könnt ihr gerne reinschreiben. Den würden wir dann 1:1 austauschen, da würde ich mir das Geld einfach dafür gutschreiben. Oder die Variante Kipper, Aufladen mit Frontlader. Je nachdem, was ihr sehen wollt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr mit dabei wart und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.